sprechen. Es folgt jetzt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe für diesen Fortschrittsbericht gestimmt, weil er zunächst einmal zum Ausdruck bringt, welche großartigen Bemühungen die Serben bisher schon geschafft haben im Bereich der Justizpolitik, insbesondere der Korruptionsbekämpfung, aber auch bei der Zivilgesellschaft. Ich brauche das nicht wiederholen. Für mich steht fest, dass Serbien zur europäischen Familie gehört. Es ist ein prominenter Teil des byzantinischen Erbes Europas. Und daher muss Serbien früher oder später auch zur europäischen Familie im Rahmen der Europäischen Union gehören. Serbien könnte ein wunderbarer Fall einer modellhaften Minderheitenpolitik werden. Minderheiten sind zuhauf vorhanden. Es wurde gestern schon über die ungarische Minderheit diskutiert. Hier muss Serbien natürlich noch einiges leisten, auch bei den rumänischen und bulgarischen Dörfern. Aber es sollte unter dem Aspekt geschehen, dass man auch die Serben im Kosovo gleich behandelt. Man kann nicht Serbien einer Minderheitenpolitik oktroyieren und gleichzeitig sagen, dass sie die serbischen Minderheiten in anderen Ländern, insbesondere im Kosovo, vergessen sollen. Das geht nicht. Und ich appelliere noch einmal, Serbien insbesondere beim Problem Kosovo mit entsprechendem Feingefühl und Taktgefühl zu behandeln, weil Kosovo urserbische geheiligte Erde ist. Das sollten wir respektieren. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Frau Kollegin Makovej. Thank you, President. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe auch für diesen Bericht gestimmt zu Serbien. Ich begrüße die neue Gesetzgebung, die in Kraft